Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Wir reisen wieder einmal quer durch Europa. Jetzt natürlich im realistischen Hardcore-Modus, ne? Mit von wegen mit ohne Anzeigen. Das heißt, nur wir, unser Navi und unsere systemeigenen Bordcomputer-Anzeigen werden hier entsprechend Europa unsicher machen. Natürlich Kaffeebecher und alles andere. Sonst aber unsere Kühlbox mit den leckeren Sandwiches und Eingeweiden von irgendwelchen fiesen Elfen, die wir zwischendurch naschen, sind natürlich auch noch dabei. Also da geht schon ordentlich scharf hier. Ne? Ja, wir sind scharf eingelegt mit Chilis. Ja, nur so kann man das auch ertragen. Ansonsten schmeckt das relativ ranzig und widerlich, so wie Elfen halt sind. So, jetzt Radarkontrolle, okay. Aber bei 89. Sollte man Lichter machen, ne? Da wird man so ein bisschen duster. Haben wir denn auch hier eine Uhrzeitanzeige? Anscheinend nicht. Sehr doof. Warum ist hier keine Uhrzeitanzeige? Na doch, da links. 19:04. Ich wollte gerade sagen, so, hallo. Oh, das sind 22 Grad. Das ist relativ warm, ne? Ja, bei uns aber auch. Also wir haben es jetzt aktuell, wo ich aufnehme, ist es gerade 10:30 und es sind draußen noch 19,8 Grad. Also ganz angenehm für diese Jahreszeit. Dafür, dass wir vor einer Woche noch Schnee treiben und Eis und alles hatten, ist das jetzt schon echt ganz schön. Ja, so sehr wie man ihn vermisst hat, so schlagartig kam dann auch der Frühling gleich mit voller Wucht. Wobei ich das Gefühl habe, so von den Temperaturen... Nein. Das muss ich sofort wieder zurückziehen, bevor ich es vollständig ausgesprochen habe. Vor... Oh, jetzt mal überlegen, wann war das gewesen? 2009? Muss 2009 gewesen sein. Da würde ich hier abbiegen, okay. Warum? Bin ich falsch gefahren? Oh, anscheinend. Anscheinend bin ich echt falsch gefahren. Habe ich nicht darauf geachtet? Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, 2009 muss es gewesen sein. Da war es zu Ostern rum auch sehr, sehr warm. Weil ich erinnere mich daran, dass da war ich mit Kumpels dann die ganze Zeit in Hannover am Maschteich. Also nicht Maschsee, sondern Maschteich. Ja, gibt es auch in Hannover. Und da saß man dann die ganze Zeit mit Getränken und Nahrung versorgt und haben dann entsprechend uns eine schöne Zeit gemacht. Ja, das war echt sehr, sehr geil. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. War echt eine sehr coole Zeit. Ich habe mich da noch mal überlegt, war fast 10 Jahre her mittlerweile. Ich weiß nicht, was die meisten davon machen. Ja, ein Teil schon. So, jetzt blinken wir pro forma, dass der Bescheid weiß, weil ich fahr rüber. Jetzt haben wir uns natürlich irgendwie verfranst und haben eine Ausfahrt verpasst anscheinend. Aber hier konnten wir zumindest gut umdrehen. Das war jetzt nicht so das Thema, ne? Das geht schon. Trotzdem frage ich mich, wo wir falsch abgebogen sind. Wahrscheinlich schon gleich am Anfang oder sowas, ne? Ja, ich muss mich erstmal so ein bisschen neu einstellen, dass wir halt wirklich entsprechend hier so ein bisschen, ja, auf diesen kleinen Monitor mehr klotzen müssen, ne? Ja, gar nicht so einfach. Jetzt, ja, nachdem man Ewigkeiten, jetzt überleg mal, wie viele Stunden wir vorher gezockt haben, ja, und wie viel wir jetzt schon wieder zocken, und das immer mit dieser Einstellung hier, mit dem Seitenspiegel, der da digital angezeigt wird und allem drum und dran, und jetzt dann halt das. Ja. Ah, so eine Raststätte. So. Hallo, könnten wir langsam mal wissen, wo wir hier müssen? Eigentlich kann das ja gar nicht so weit weg gewesen sein. Aber er hat mich hier hingeschickt. Ohne Worte. Komisch, oder? Ja, schon so ein bisschen. Aber er mag auch irgendwie noch nicht so richtig mehr sagen, wo wir abbiegen müssen. Naja, es kommt sicher noch. Okay, wir sollen geradeaus weiter.
machen wir das doch. Lässt du mich rüber oder was machst du da? Hallo, hallo, kann er nicht einmal rüberfahren? Nee, da muss er mir dann sogar noch in die Karre fahren, ne? Es ist alles frei gewesen. Verdammte Flitzpiepe. Ja, Hoshi. So. Aber gut, sieht's aus hier. Ja, sehr, sehr gut. Du, 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 du. Ich mach diesen Schädel, der die ganze Zeit da glänzt und hin und her wackelt. Ja. Le Mans, also doch Le Mans. Warum sind wir dann vorher nicht gerade ausgefahren? Hä? Er hat uns doch zum Abbiegen gezwungen. Vorher, also beim letzten Mal. Ja, seltsam. Ich kann mich noch so erinnern, dass irgendwie in die Richtung ging. Ja, ist egal. Hauptsache, wir kommen noch ans Ziel. Ich hoffe es wirklich. Sehen, was hier müssen wir jetzt auch abbiegen. Sehen wir auf der Karte. Rechts, rechts, lang. Blinker setzen, genau. So. Dann scharf rechts. Kommt doch nichts, ne? Sehr schön. So, das ist die nächste Mautstelle. Yippie. Ich muss nochmal nachgucken. Irgendwas hatte ich jetzt. Ich habe ein Autoradio, also als ich unterwegs war. Da habe ich nicht so ganz genau hingehört, aber irgendwas war mit PKW-Maut und von wegen so und so viele Milliarden erhofft man sich jetzt dann dadurch mehr einzunehmen. Das frage ich mich jetzt gerade. Also ich muss mal echt nachschauen, ob das jetzt dann wirklich kommt, ob sie das jetzt konkret umsetzen. Letztendlich planen sie das ja schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nur, früher war es so, dass man das geplant hatte für halt Leute aus Nicht-Deutschland. Weil man gesagt hat, naja, wir haben ja die Kfz-Steuer und sowas, ne? Warum blinkt ihr, wenn ihr da nicht abbiegt im Kreisel? Die blinken, weil sie reinfahren. Ihr seid ja für das Blinken nicht. So, wenn die sich jetzt mal beeilen, dann komme ich noch vor dem Bus hier raus. Wir wissen ja, wie das ist mit dem Busfahrer. Genau, du musst stehen bleiben. Da ist richtig viel los gerade. Wahnsinn, ey. Was ist denn diese Uhrzeit? Also durch links, dann fädeln wir uns gleich mal links ein. Ah ja. Ja, weil das, wie gesagt, das war schon immer geplant, aber dieses Jahr von wegen ja halt für Leute, die nicht aus Deutschland kommen. Also praktisch, wenn hier, so wie wir halt in Urlaub nach Frankreich fahren oder nach Österreich und so. Mhm. Wo wir auch entsprechend die Vignetten kaufen müssen oder halt die Mautgebühr zahlen müssen und sowas. Ja. Und so hatte man das ja mal vor Jahren hier auch geplant. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die das dann jetzt umsetzen und was die da machen. Das jetzt einfach heißt, okay, die planen da jetzt was oder haben sich da jetzt was ausgedacht, was sie jetzt umsetzen wollen, aber es betrifft dann letztendlich alle. Bin ich mal gespannt. Ja, deshalb muss ich mir das nochmal durchlesen, weil nicht, dass dann jetzt irgendwas auf mich drauf zukommt. Wir haben ja schon solche schönen Sachen wie wie die Kfz-Steuer, ne? Die, wobei es geht, je nach Autotyp geht das ja echt. Und aber sowas wie diese Plaketten, die wir extra haben müssen, ne? Welche Stadtteile wir dann dürfen oder nicht. Weil für mich ist das immer das Wichtigste, dass ich halt eine grüne bekomme, ne? Eine grüne Plakette. So ein grünes Aufkleberchen. Ja, also was anderes würde ich mir dann auch entsprechend nicht holen. Wenn ich überlege, ob ich dann nach Hannover fahre oder sowas, ich dürfte nicht nach Hannover reinfahren. Also das wäre schon echt seltsam. Wobei es mich wundert, hier in Einbeck gibt es diese Ökozonen nicht. Also hier können,
brauchst du das nicht. Du kannst die dreckigste Rotzkarre haben. Es interessiert kein Schwein. Du kannst trotzdem in der Innenstadt rumgucken. So. Da sehen wir schon. Netterweise hat man schon mal markiert. So. Wunderbärchenhaft. Yippie! Hi, am Ziel angekommen. Sehr schön. Mal gucken, was wir jetzt Schönes kriegen. Vielleicht ein Level-Up oder so? Ich weiß, wir waren kurz davor, ne? Aber es reicht wahrscheinlich noch nicht. Genau, aber beim nächsten Mal sollten wir es haben. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir 36.000. Na gut, wir haben auch wieder ein bisschen was gekauft, ne? Ja, wir haben wieder ein bisschen was gekauft, das stimmt. Was haben wir denn hier? Die besten Angebote. Oh mein Gott. Ist er wieder zurück? Nee. Nach Calais. Na, Calais ist gut. Calais ist gut. Mandeln. Mandeln hat sich auch gut an. Mhm. Müssen wir nur vorher einmal irgendwo nächtigen. Sonst kriegen wir Probleme. Komm, fahr schon. So. Hier vorne rechts oder ist das nix? Eine Tankstelle, oder? Nee. Doch, eine Tankstelle. Ja, können wir tanken, können gleich rasten. Wobei tanken, wie ich das sehe, werden wir nicht brauchen. Eine kleine Rast einlegen wäre ganz schön. Was ist denn die Sache wo? Vorne links vielleicht gleich? Ja, ja doch da. Für mich da hinten. Das müsste doch für meinesgleichen sein, oder? Auch wenn ich davon zwei Parkplätze brauche. Naja, so anscheinend kann ich auch nicht. Das ist doch Mist. Hm. Ich muss jetzt extra nochmal woanders hingucken. So ein Schrott, ey. Wenn da so ein Händler ist, den können wir da ja auf jeden Fall. Ich bretter jetzt mal ein bisschen zu schnell hier lang, sehe ich gerade. Nicht so gut. Wobei, anscheinend ist ja nachts keiner unterwegs, das ist auch egal. Ja. So, hier links ist ein Auftraggeber. Hier rechts ist was zum Übernachten, das ist gut. Los, komm. Ah, verdammt. Sieht ja schon ganz luxuriös aus hier, ne? Ah, guck mal, hier sind Stellplätze. Auch für LKWs oder nicht? Nee, aber hier. Sauber. Ah, super. So, einmal nächtigen. Jetzt hat er uns das ja doch angezeigt. Ja, lieber rausnehmen. Okay. Gut, hätten wir das geschafft? Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.